So, moin moin und herzlich willkommen zu der zweiten Folge CSGO Beginners, jeden Freitag eine weitere Folge. Wollte ich nochmal angemerkt haben, wir sind hier auf Steam. Wie ich ja im letzten Video gesagt habe, ihr sollt das Game auf Englisch stellen. Und da kam die Frage wieder auf, warum sollen wir das Spiel auf Englisch stellen, wenn man kein Englisch kann? Ja, weil die Übersetzungen, das sind Google-Übersetzungen, also das sind sicherlich keine Google-Übersetzungen, aber es ist halt Wort für Wort Übersetzung und deswegen... Also da versteht man weniger, als wenn es auf Englisch steht. Rechtsklick, Eigenschaften, Set Launch Options, also, oh Gott, Startoption festlegen, minus Englisch, minus Console, minus High und minus No Wit. Alles in der Beschreibung, dann auf OK, schließen und jetzt gehen wir in-game. In-game angekommen, Konsole könnt ihr getrost wegdrücken. So. Das ist eure Statistik oder euer Profil, CSGO-Profil. Hier habt ihr ein paar Awards, ein paar Medaillen, Profilbewertungen, also ob ihr gut seid oder was weiß ich was, macht kein Mensch. Deswegen Unfug. Ihr habt euren Matchmaking-Rank. Ihr seht das schon, hätte das auf Deutsch, da würde da irgendeine komische Wort-für-Wort-Übersetzung stehen. Deswegen lassen wir es so. Dann... Meine Matchmaking-Siege, insgesamt der Total-Siege, sind 562 Matchmaking-Siege. Was sich verändert hat, ja, seit 2015 gibt es diesen XP-Level, ja. Man fängt mit Rang 1 an und man spielt bis Rang 40, ja. Das sind 196.000 XP von Rang 1 bis Rang 40 und pro Rang sind es 5000 XP. So. Wenn ihr den Rang 40 erreicht habt, dann steht hier Get a Service Medal. Ja, dann drückt ihr da drauf und dann kriegt ihr, das ist jetzt beispielhaft eine von 2016, dann habt ihr so eine Service Medal. Ja. Und innen drin ändert sich immer die Farbe. Das ist zum Beispiel die zweite Service Medal von 2017. Na, ich überlege und da steht's. Die ist jetzt zum Beispiel blau, ja. Und so ist es bei 2018 auch grau und dann wird sie pink oder irgendwas, was sie wird halt. Genau, dieser Rank haben sie eigentlich, glaube ich, nur eingeführt für das, dass man... Keine Ahnung, für was die es eingeführt haben. Weiß ich gerade selber nicht mehr. Auf jeden Fall, ab Rang 2 kann man Matchmaking spielen, ja. Dieses besagte Matchmaking, ja. So, dann kommen wir mal zu dem Matchmaking, ja. Viele fragen sich, wann bekomme ich denn eigentlich ein Uprank, ja? Es ist eine sehr häufig gestellte Frage, aus was sich überhaupt ein Uprank auseinandersetzt. Hier habt ihr nochmal alle Ranks, Silver 1, Silver 2, Silver 3, Silver 4, Silver Elite, Silver Elite Master, Gold Nova 1, Gold Nova 2, Gold Nova 3, Gold Nova Master, Master Guardian 1, Master Guardian 2, Master Guardian Elite, DMG, Legendary Eagle, Legendary Eagle Master, Supreme Master First Class, unter Global Elite. So, kurze Zusammenfassung, ja. Ein Uprank besteht aus KD, ja, also aus wie viel Kills ihr gemacht habt und wie viel Tode ihr habt, ja. K ist für Kills und D ist für Dead, ja, also Tode. Also wie viel Kills und wie viel Tode ihr habt. Hier zum Beispiel 27 Kills, 2 Assisten und 11 Tode, ja. Er hat 10 Matchmaking-Siege gewonnen und wird Gold Nova 3 eingerankt, ja. Ganz einfach. Und nicht nur aus KD besteht, sondern man kriegt einen Uprank durch Wins, die KD-Ratio und diese MVPs, die hier jetzt versteckt sind. Da braucht man auch ein gewisses Maße mehr, weil das Ranking-System wurde jetzt schon wieder geupdatet und was weiß ich was. Da sind jetzt noch die MVPs dazugekommen und aus dem generiert sich ein Uprank, ja. Und hier steht auch nochmal alles Wort für Wort. Ist zwar schon ein bisschen veraltet, aber immer noch gut zum Lesen, ja, falls man mal ein paar Fragen oder ein paar Antworten braucht, ja. Es gibt auch eine Reddit-Site von dem ganzen Blogartikel. Und da könnt ihr euch auch durchklicken. Genau, das mal zu dem Matchmaking. Skill Groups Zeug da. Auf jeden Fall jeder Rank. Und was ich auch noch sagen wollte, kann man einen Matchmaking-Rang überspringen. Also wenn jetzt 4 Globals mit einem Silver 1er spielen, ja, und gewinnen, ja, ihr kriegt maximal einen Uprank, ja. Also wenn ihr Silver 1 sein, dann werdet ihr Silver 2, ja, ganz einfach. Also ihr werdet jetzt nicht von Silver 1 auf einmal auf Silver 4 kommen, ja.
Das geht nicht. Also ein Uprank pro Spiel. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig gesagt. So, jetzt kommen wir mal zu den Modis. Find a game. So, Deathmatch, ja. Wer Call of Duty kennt oder Battlefield, was weiß ich was, da gibt es auch so ein Team Deathmatch. Das ist so, das ist dasselbe. Wer die meisten Punkte hat, ja, in 10 Minuten gewinnt das Spiel. Ganz einfach. Maps, das 2, die populärste Maps, die wurde auch jetzt schon geremaked, also neu gemacht. Ja, nichts so Besonderes. Ein paar, noch ein paar Groups, wo auch andere Maps noch drin sind. Wargames, das ist Arms Race ist, wenn ihr den höchsten Waffenstand erreicht habt, also 16 Waffen gibt es. Die 16. Waffe ist ein Messer. Und wenn ihr mit dem Messer einen gekillt habt, dann habt ihr das Spiel beendet und gewonnen. Ja. Also das ist ganz einfach. Demolition, das ist Zerstörung. Ich weiß jetzt nicht genau, um was es da drin geht. Müsst ihr selber mal ausprobieren. Ich weiß es gerade nicht. Flying Scoutman, da fliegt man, kann man in der Luft fliegen und einfach anderen Leuten Headshot geben oder was weiß ich was. Clash Royale, das ist 15 Runden lang, das bessere Team gewinnt, ja. Also 7, also, ja doch. Ich habe das jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es funktioniert. Genau. Was ich euch noch zeigen wollte, wenn ihr hier auf Go drückt und nach 12, 13 Sekunden einen klirrenden Sound kommt, dann habt ihr Internetprobleme. So, Wingman, ja, ganz neu, ist nach der Operation Hydra rausgekommen, oder mit der Hydra eingeführt worden. Ihr seht hier Trust Factor Matchmaking. Use Trust Factor Matchmaking to find a match. Oder hier Exclusive Search for Prime Prime Matches. Prime und Trust Factor schauen wir uns in einem gesonderten Video mal an. So. Wingman ist ein 2 vs 2 Modus, also das ist eine abgespeckte Version von Matchmaking. Es sind 16 Runden statt 30 Runden, ja. 16 Runden statt 30 Runden auf Maps, die abgeschnitten sind. Also Inferno ist jetzt zum Beispiel nur Bombsite A und Overpass B, ja. Und Cobblestone auch B, Train A, Shortdust ist halt Shortdust, ne? Rialto und Lake, ja. So. Also das ist eine abgespeckte Version von Matchmaking, aber hat auch alles aktiviert wie beim Competitive Matchmaking. So, jetzt kommen wir auch zum Matchmaking. Ja, das habe ich noch keine Folge hochgeladen, aber schon in dem ein oder anderen Stream gespielt. Wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr mich auf Twitch findet, Link in der Beschreibung. Ja, könnt ihr gleich mal einen Follow da lassen. So, hier, Best Out of 30 Rounds, also 30 Runden geht das Ganze. 16 Runden spielt es so und 16 so, ja, ganz einfach. Hier gibt es Bomb Diffuse Maps, also da müssen die Antiterroristeneinheit die gelegte Bombe von den Terroristen diffusen, entschärfen. Und dann gibt es solche Hostage Resource Maps, also das ist ganz einfach gesagt. Hier müssen die Terroristen eine Geisel bewachen, dass die Antiterroristeneinheit sie nicht bekommt, ja. Aber die Runde ist genauso vorbei, wenn alle Terroristen getötet worden sind. So, jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Wir drücken hier mal auf Go. Lassen kurz mal suchen. Warte, ich nehme hier gleich mal die populärste Map, dass wir hier jetzt nicht so lange warten auf ein Match. Und warum man Prime suchen soll und kein Trust Factor, das werde ich euch auch alles in dem Trust Prime, oder vielleicht werde ich auch zwei Videos machen, was ist. Prime Matchmaking gibt es schon ein bisschen länger. Da braucht man auch ein gewisses Level, aber das will ich euch jetzt auch noch nicht sagen. So, jetzt steht hier Confirming Match, also, und dann kommt hier der blaue Screen, was hier oben steht, ja, also, auf keinen Fall geht Matchmaking 90 Minuten, maximal 50 Minuten, dann ist ausgespielt. So, und dann drückt ihr hier auf Accept und dann sucht ihr schon, und dann seid ihr schon auf einer dieser Maps, die ihr ausgesucht habt. So, ich breche das jetzt mal ab, genau. Wenn ihr mit Freunden spielen wollt, ja, was auch sehr wichtig ist, weil CSGO ist ein teambasierendes Spiel, ja. Es kann sein, wenn ihr Solo-Queue reinsucht, dass ihr einfach nur Abfuckrussen kriegt, wo nichts raffen. Zusammen mit euren Freunden könnt ihr einfach Play with Friends, eine Lobby kreieren, passen 5 Leute rein, weil ein Team besteht aus 5 Leuten. Könnt ihr bei Game Settings eure Maps aussuchen und das war's dann, ja. Hier habt ihr noch die Lobby-Einstellungen, Friends Need Invites, so können keine Nerby-Leute von den öffentlichen Lobbys hier rein. Also hier habt ihr meine Freundschaftsliste und hier könnte ich jetzt genauso den Emil zum Beispiel einladen, ja, in eine Wingman oder eine normale Competitive Lobby, ja.
Und ja, jetzt kommen wir es. Das wurde auch erst neu hinzugefügt vor ein paar Monaten. Public Lobbies. Da könnt ihr nämlich in nicht volle Lobbys, zum Beispiel hier jetzt MGE-Lobby, einfach reinjoinen. Genau. Und da sind dann die Maps. Klar, man unterhält sich dann, man kommt dann auf den Teamspeak und so weiter und so fort. Wenn die Leute sagen, kein Teamspeak und so weiter, dann geht da lieber raus aus der Lobby, weil dann könnt ihr genauso Solo-Queue reinsuchen. Es gibt nämlich genügend Lobbys, würde ich mal sagen, in eurem, wie heißt es, in euren jetzt Skillbereich, genau. Und dann kann man hier natürlich noch nach Wingman-Lobbys und so weiter suchen, ja. Also das ist ganz normal. Hier bei der Uhr habt ihr, mit wem ihr zuletzt gespielt habt, drauf. Bei dieser Postbotschaft habt ihr an alle, die euch eine Anfrage stellen oder an denen ihr eine Anfrage gestellt habt, ja. Und das ist dann eure ganz normale Friendlist, ja. Sofern ihr Friends habt. Overwatch, ja. Ganz schnell noch erklärt. 150 Siege, ja, Minimum 150 Siege und den Rang, dass ich das euch was sagt, Gold Nova 1, ja. Dann könnt ihr euch Overwatch gönnen, ja. Overwatch ist nichts anderes als, dass ihr Leute reportet ins Spiel, also meldet für Aim-Hacking oder irgendwas und die kommen dann da rein und wenn ihr das dann anschaut, seid fleißig im Anschauen, immer schön reinschauen und dann immer schön wegbannen, wenn sie anhaben. Genau, dann kommen wir mal zum Inventory, ja, ganz wichtig. Ich laber hier schon 13 Minuten, wirres Zeug und wir sind hier noch. Ich habe nicht mal hier meine halbe Liste untergearbeitet, was ich auch noch vergessen habe zu sagen. Hier kann man auch noch die Lobbys erstellen, Community Browser, also da könnt ihr auf nicht offiziell Steam Server joinen. Ist ab und zu ganz praktisch. So, Moment, jetzt, ich bin ganz verwirrt. So, Offline with Bots, da könnt ihr gegen Bots spielen, wenn ihr noch nicht ganz so gut seid, könnt ihr hier zum Beispiel jetzt das 2 suchen und hier dann harmlose Bots. Warum steht hier harmless Bots? Und da könnt ihr die Stärke der Bots dann einstellen. Und dann gibt es noch den Weapon-Kurs, ja. Würde ich euch sehr empfehlen, weil da könnt ihr schon mal so grundlegend sagen, wie lerne ich das Recall und so weiter und so fort, ja. Also könnt ihr schon ein bisschen euch was Besseres angewöhnen. So, Inventory jetzt, ja. Load. Ihr kriegt ja, bevor ich Loadout schreibe, solche Kisten oder Skins nach einem Uprank auf offiziellen Servern gedroppt, ja. Zwar keine krasse Skins, zum Beispiel sowas kriegt ihr nicht, weil das sind aus solchen Cases, die ihr öffnen könnt und dann da sowas rausziehen könnt. Allerdings würde ich euch nicht empfehlen, solche Kisten zu kaufen, weil ihr geht einfach nur broke. Genau. So. Und jetzt euer Loadout. Warum heißt die USPS USPS? Weil sie einen Schalldämpfer hat. Sollte wahrscheinlich jedem klar sein. So, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass man die 5.7 oder die Tech-9, die ist bei euch so ausgerüstet, macht die Tech-9 raus, weil sie genervt worden ist und weil da nichts mehr reingeht. Rüstet die CZ aus. Eine Autopistole. Sehr gut. Hat leider nur 24 Schuss, also immer vorsichtig schießen. Auf CT-Seite würde ich es so lassen, wie es ist. Genau, und da könnt ihr dann euch durchdrücken und dann, wenn ihr einen Skin, zum Beispiel hier für die auf der T-Seite eine Sword Off, die ist normalerweise so, könnt ihr hier zum Beispiel diesen Skin ausrüsten, ja, oder diesen. Skins könnt ihr auf dem Steam Community Market ganz einfach kaufen, wie ihr seht, ja. Könnt ihr hier verschiedene Sachen einstellen, Cover zum Beispiel, searchen danach und dann kann man sich hier Covered Skins kaufen. So, und Knives natürlich. So, und das soll es noch nicht. So, das soll es jetzt mal zum Inventar gewesen sein. Jetzt, Watch. Hier sind alle Tournaments, die bisher gelaufen sind. Braucht euch jetzt mal nicht zu interessieren. Eure Matches, ja. Hier sind die letzten 8 Matchmakings von euch aufgelistet. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier einen krassen Shot gedrückt habt, könnt ihr. Ja, das habe ich sogar schon im Vorhinein runtergeladen. Steht wie hier. Na, Download, ja. Könnt ihr es downloaden. Dann steht es hier bei Downloaded. Und dann könnt ihr hier den Shot euch dann bei GoTV mit den jeweiligen Commands einstellen. So, bei Live, da habt ihr noch ein paar Pro-Matches. Ja, oder was heißt Pro-Matches mit Viewers, die es über Steam streamen. Ganz einfach. Gut, also, dann gibt es hier noch den Awards-Tab. Da könnt ihr eure Stats nachlesen. Ist eigentlich fast
völlig unwichtig. So, letzter Punkt in diesem Video. Options, Keyboard und Maus und dann ganz unten, ja, Toggle Console, ja, da tragt ihr einfach irgendeine Taste ein, von den F-Tasten am besten oder von irgendwelchen Seiten Caps Lock Tasten oder was, Caps Lock Tasten, das laber ich schon wieder. Irgendwelche, zum Beispiel unter der Escape-Taste das Ding, genau, dass ihr diese Konsole dann einfach mit dem jeweiligen Command öffnen könnt. Genau, die werdet ihr nämlich im späteren Verlauf der Staffel noch brauchen. Genau, und im nächsten Video soll es dann auch um meine Spieler-Config gehen, also um meine Config, wie alles eingestellt ist und bla bla bla. Nächsten Video, nächsten Freitag. Und ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung, wie ein Abo, wie ein Comment, wie ein Teilen freuen. Wenn ihr, Freunde habt, die gerade mit CSGO anfangen, schickt denen einfach die Playlist oder schickt denen die Videos, dass die einfach Bescheid wissen, wie es funktioniert. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.